ARD. Elektrobeats, ein Radio 1 Podcast. Mit Olaf Zimmermann. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, laufende Nummer 1289. Mein heutiger Studiogast war das letzte Mal vor 10 Jahren hier bei mir in der Sendung zu seinem Album Netzwerk der Zukunft. Mittlerweile war er wieder sehr aktiv und es sind diverse spannende neue Alben von ihm erschienen. Das aktuelle trägt den schönen Titel Robopop. Über dieses und vieles mehr werden wir in den kommenden 2 Stunden sprechen. Gleich bei mir hier zu Gast Anthony Rother und wir starten mit Celebrate the Future. Hallo und herzlich willkommen und viel Spaß in den kommenden 2 Stunden mit Ausgabe 1289 der Radio 1 Elektrobeats wünscht Olaf Zimmermann. Eingangs gehört Celebrate the Future aus dem neuen Anthony Rother Album Robopop. Anthony ist weit und exklusiv aus Offenbach zur heutigen Sendung angereist. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Hallo, lieber Olaf. Kurz zum Fahrplan der heutigen Sendung. Für die 2. Stunde hast du ein zweiteiliges DJ-Set vorbereitet. Da gehen wir etwas in deiner Diskografie zurück und hören Tracks aus deinem umfangreichen Oeuvre. In der 1. Stunde fokussieren wir uns auf dein aktuelles Werk Robopop.
werden aber auch über deine Veröffentlichungen der letzten Jahre sprechen. Da gibt es einige, wie gerade schon erwähnt, kaum zu glauben. Dein letzter Studiobesuch hier bei mir ist auch schon wieder 10 Jahre her. Ich habe versucht, anhand meiner Gästebücher zu recherchieren, wie häufig du schon hier bei mir zu Gast warst. Zum ersten Mal, glaube ich, zu Sex with the Machines und Simulationszeitalter um die Jahrtausendwende. Dann, glaube ich, zu Hacker und Popkiller und zuletzt 2014 zu Netzwerk der Zukunft. Ich kann auch einige Sendungen vergessen haben. Du hast ja deine Musik auch unter diversen Projektnamen veröffentlicht. Kannst du so Pi mal Daumen schätzen, wie viele Alben und Tracks das so in den vielen Jahren und Jahrzehnten mittlerweile sind? Jetzt vertreibst du ja deine Musik via Bandcamp. Oh, das ist natürlich schwierig, da habe ich noch nie nachgezählt, aber ich glaube, es sind mindestens 25 bis 27 Alben sowas in dem Dreh. Und die letzten 10 Jahre war ich auch sehr zurückgezogen und aber doch sehr aktiv. Gerade im Elektrobereich habe ich dann ab 2014 mich so ein bisschen rangepirscht mit dem Netzwerk der Zukunft und dann ab 2017 dann halt wirklich viele Sachen gemacht, viele Alben in Deutsch, Englisch und bin auch eigentlich dabei, so die ganzen Spielarten von Elektro auszutesten. Das ist jetzt so meine künstlerische Vorgabe, mehr den Elektro in alle möglichen Richtungen halt kreativ zu erarbeiten, was mir so einfällt. Du warst unlängst Titelbild und Titelstory auf dem Mace-Mac mit der schönen Überschrift in Elektro wie Trust und einem sehr spannenden Interview in diesem Heft. Dein neues Werk Robopop, wie schon erwähnt, via Bandcamp erhältlich, ist ein sehr opulentes Werk, ein Doppelalbum mit 12 sehr langen Stücken. Einige werden wir heute hören und dem XXL-Track Metaphysical, der hat eine Länge von 59 Minuten. Du wirst seit jeher auf deinen Alben und auch persönlich an futuristischen Themen und technologischen Entwicklungen sehr interessiert. Thematischer roter Faden für das neue Album ist das Jahr 2090. Wie darf man das interpretieren? Wie bist du auf die Idee gekommen? Oh, das ist natürlich so eine Sache. Es sind verschiedene Einflüsse. Also seit die Pandemie wieder zu Ende ist, da bin ich ja schon wirklich viel unterwegs am Spielen und habe die Sachen, die ich dann so produziert habe, aufgeführt. Und dabei sind mir eigentlich die meisten Ideen gekommen, dass wir uns im Moment eigentlich schon in so einer futuristischen Welt bewegen durch die KI-Entwicklung, auch das Design der Welt. Die heutigen Architekten und Designer sind alle aus den 80er Jahren, 70er Jahren inspiriert und diese Designs aus diesen, sag ich mal, filmischen Vorlagen finden jetzt so langsam immer mehr den Weg in die reale Welt. Und das in Verbindung mit der Technologie hat mich zu der Idee gebracht, dass wir praktisch unsere Zukunft hier schon so ein bisschen erleben können, wo das mal wirklich hingeht dann. Und ich stelle mir das dann, wenn ich auflege oder live spiele, dann eigentlich so vor, dass ich in einem Underground-Club, in irgendeinem Betonbunker, in einer großen Metropole auf der Welt in der Zukunft im Jahr 2090 bin und die Leute und wir feiern praktisch in einer dystopen Zukunft irgendwie zu diesem Elektrosound, den ich da produziere. Das ist auch so immer dieser kreative Hintergrund, der mich auch im Studio dann auch begleitet. Du bist seit vielen Jahren gefeierter Live-Act mit vorderen Platzierungen im Jahrespoll. Du spielst seit 2016 sogenannte Hybrid-Elektro-Sets. Was das genau ist, werden wir noch etwas später hier in der Sendung klären. Deine lange Historie, ich erwähnte es schon, die umfasst viele, viele Jahre. Es gab da unter anderem auch dein Data-Punk-Label, viele wegweisende Techno-Tracks von dir. Momentan fokussierst du dich in deinem Schaffen, und du hast es gerade auch schon erwähnt, eher auf Elektro-Pop-Tracks. Was führte zu diesem Sinneswandel? War für dich persönlich das Kapitel Techno auserzählt oder hat es sich eher gelangweilt? Es war eigentlich so, dass das Thema Datapunk für mich 2015 als Live-Act zu Ende gegangen ist, weil ich mich gesehen habe, dass ich künstlerisch wie in so einem Standbild festgefroren war. Ich hatte da keine künstlerische Entwicklung mehr gespürt und musste mich praktisch dann auch davon künstlerisch distanzieren, um erstmal überhaupt rauszufinden, wo der Weg weitergehen kann. Und das ist das, was ich dann die nächsten 2-3 Jahre gemacht habe, nachdem ich gesagt habe, ich
trete damit nicht mehr auf, ich spiele das nicht mehr und habe mich dann dem Elektro zugewandt, der mir eigentlich dann als Künstler auch den richtigen Weg gezeigt hat, wie tief man künstlerisch wieder arbeiten kann und neue Ideen verfolgen kann. Und ich bin heutzutage versöhnlicher natürlich mit der Datapunk-Geschichte, weil ich jetzt wieder meine eigene künstlerische Entwicklung habe, die jetzt auch wirklich frisch und da ist. Und damit war auch dann das Ende von Datapunk besiegelt sozusagen. Und jetzt bin ich der ich jetzt bin, praktisch mit meinen Elektrosachen. Und da geht es jetzt weiter. Und wie das in Zukunft sich dann mit Datapunk noch entwickelt. Wir haben ja dieses Jahr 20 Jahre Popkiller bzw. Datapunk. Da möchte ich noch eine Compilation eventuell rausbringen. Und aber ich bin mit der ganzen Sache doch immer sehr vorsichtig, weil es ist schon ein Riesenmonster, das mich künstlerisch auffressen könnte. Und deswegen bin ich da immer ein bisschen vorsichtig mit der Geschichte. Wir kommen jetzt wieder zu deinem neuen Album Robopop und ich habe The Assembly Line und City Tech Noir aufliegen. Bevor wir die hören, möchtest du da so eine kleine Einführung geben beziehungsweise etwas zur Making-of-Geschichte erzählen? Also The Assembly Line ist im Grunde genommen, sagen wir mal, wenn wir das Album als Ganzes sehen, eine Geschichte von einer Person, die in der Metropole arbeitet, in der Fabrik. Und die Arbeitskollegen sind KI-gesteuerte Roboter, Maschinen, die miteinander kommunizieren. Und die Person läuft praktisch auch immer durch diese Stadt. Und das zweite Album, dieses 60 Minuten lange zweite Bonusalbum, ist praktisch auch immer dieser Gang durch die Stadt und die Erscheinung des Lebens als Geräusche für diese Person. Und der Assembly Line ist praktisch an seinem Arbeitsplatz in der Fabrik. We'll be right back.
Assembly Line und City Tech Noir aus Robopop, dem neuen Anthony Rother Album. Und Anthony Rother ist heute 2 Stunden lang mein Elektrobeats-Studiogast. Anthony, wenn man deiner Musik zuhört, liegt es auf der Hand, dass für dich Kraftwerk sehr inspirierend waren, auch John Carpenter. Kannst du dich erinnern, welches Kraftwerk-Album das erste war, was du gehört hast und was dich fasziniert hat? War das Computerwelt? Und gibt es so jetzt auch mit historischem Abstand betrachtet so die Top 3 der Kraftwerk-Lieblingsalben von Anthony Rother? Also das erste Album, was ich gehört habe von Kraftwerk, war Computerwelt. Und die Nummer Computerwelt, zu dem Zeitpunkt wusste ich nicht, dass es Synthesizer-Musik ist, weil ich noch ziemlich jung war. Die Top 3, also mein Lieblingsalbum ist Electric Café, weil das war das erste Album, was ich mir dann als 15-Jähriger... Später umbenannt in Technopop. Genau, was ich mir als 15-Jähriger selber gekauft habe und war auch von dem Sounddesign und dieser Programmierung der Sound total fasziniert. Das war total innovativ damals. Total. Das Album ist ja so ein bisschen, ja, es wird ja als Flop bezeichnet oder als... ich finde es auch ganz toll. Also, es ist für mich das futuristischste Album von Kraftwerk. Heute auch noch unerreicht im Futurismus-Gedanken. Natürlich ist Computerwelt an Nummer 2 und an Nummer 3 würde ich die Mensch-Maschine dann setzen. Eine Frage, die ich allen meinen Studiogästen stelle, ist die nach ihrem Equipment bzw. ihrem Fuhrpark im Studio. Da gibt es ja einiges an Hardware bei dir im Studio und das ist nicht so wie bei anderen Leuten, dass das nur über Ableton Live läuft. Vielleicht kannst du die Leute mal teilhaben lassen, was da so alles am Start ist. Du machst ja manchmal auch im Netz, da kann man sozusagen dem Kreativprozess beiwohnen. Ja, ich habe das Konzept, dass die Leute im Grunde genommen in Echtzeit, also ich sage jetzt über die Zeit, verfolgen können, was ich produziere, was dann irgendwann veröffentlicht wird oder auch nicht veröffentlicht wird. Aber man kann eigentlich zuschauen, wie ich die Musik im Studio produziere. Jetzt so über Geräte zu sprechen, das wäre alles viel zu viel. Aber ich mache die Musik, ich mache so ein Jam. Das heißt, ich habe ein Mischpult vor mir, wo ich die Sachen ein- und ausschalten kann. Und damit entwickle ich sozusagen das Arrangement meiner Musik. Und das tue ich entweder dann halt direkt schon auf 2 Spur aufnehmen
Oder ich arrangiere das, was ich da gedubbt habe, nennt man das Dubbing dann nach. Und das ist so die Technik, mit der ich arbeite. Und das geht eigentlich schwer im Computer mit einer Maus. Gibt es generell so ein Prozedere? Du sprachst gerade zwar schon etwas darüber, wie du vorgehst, wenn du so neue Tracks produzierst. Lässt du dich im gewissen Sinne auch von deinen Maschinen inspirieren? Bei jedem deiner Tracks führst du ja auch genau auf, welche Synthes oder Drumcomputer du verwendet hast. Und gehst du so eher von Drumpattern oder Rhythmus aus oder eher so von einer Melodieidee? Im Grunde genommen ist es alles, was du aufgezählt hast, spielt eine Rolle. Ist einmal so, ist einmal so, ist einmal so. Was, auf was ich die letzten Jahre auf jeden Fall sehr achte, ist, ich baue mir aus Modularsystemen so bestimmte Synthesizer-Konzepte zusammen, mit denen ich dann versuche, bestimmte Soundvorstellungen, Ideen, die ich habe, dann umzusetzen. Das habe ich jetzt auch bei den letzten Alben so gemacht und auch jetzt bei dem neuen Album, was ich jetzt gerade aktuell produziere, habe ich verschiedene Maschinen zusammengebaut, mit denen ich arbeite und die Ideen kommen im Grunde genommen, sind die aus dem Leben. Mein ganzes Leben als Künstler ist danach ausgerichtet, dass es mir psychisch und gefühlsmäßig so gut geht, dass ich eigentlich im Grunde genommen so eine richtig schöne Naivität an den Tag legen kann, um dem Alltag zu entfliehen und dann die Welt in einer Metapher zu beschreiben, so wie ich sie dann so erlebe. Und daraus entstehen eigentlich die Ideen. Die entstehen im Grunde genommen aus alltäglichen Dingen und die skaliere ich dann in eine futuristische Sprache. Im Grunde genommen sind es eigentlich immer oder oft menschliche Themen und die Maschinen sind Metaphern für Menschen. Du hast gerade schon dein neues Album erwähnt, an dem du gerade arbeitest. Hat das schon einen Arbeitstitel? Das hat schon einen Arbeitstitel, aber den verrate ich noch nicht. Der Stringheim, okay. Vor 9 Jahren, 2015, bei den Kraftwerk-Konzerten in der Neuen Nationalgalerie habe ich das letzte Mal Ralf Hütter getroffen bzw. interviewt. Auch da sprach er schon darüber, dass sie an einem neuen Album arbeiten. Dein Output sieht da anders aus. Ratter doch bitte mal runter, welche Alben seit Netzwerk der Zukunft erschienen sind und sag vielleicht so einen Halbsatz. Einige dieser Titel werden wir dann auch in deinem Set in der zweiten Stunde hören. Genau, das ist nach Netzwerk der Zukunft erschien dann 2017 Elektrokommando, was so ein bisschen in der Tradition von Sex with the Machines und Hacker so in diesem Bereich sich angesiedelt hat. Da habe ich auch die Schrift für das, mein Elektrodesign praktisch gefunden für mich. Mhm. Danach kam die Pandemie, weil davor hatte ich geplant, ein Album rauszubringen, was ich dann nicht rausgebracht habe und habe dann eigentlich komplett digital das Album Cyberspace Reality produziert, was ein Doppelalbum war. Und das hatte so diesen neuen Elektrosound, an den ich dann schon seit 2017 so geforscht habe, als Grundlage. Danach kam das Album The CCM Corporation, was ein englischsprachiges Album ist und war so angelegt mit 6 Titeln, so wie Sex with the Machines, ein sehr kurze Story in der Zukunft. Danach habe ich dann das Album Weltmacht digital veröffentlicht, was eigentlich hätte vor der Pandemie rauskommen sollen, digital, was wieder ein deutsches Album in der Tradition Netzwerk der Zukunft, Simulationszeitalter und Hacker sich bewegt. Danach kam das Album Decatron, was so ein sehr klubbiges, distortes 808-Album wurde. Danach habe ich das Album AI Space produziert, mit dem ich auch sehr viel rumgeforscht habe an Klangdesign und versucht habe, den Elektro auch nochmal in so eine Richtung zu pushen und habe mich an dem Thema KI abgearbeitet. Und jetzt das neue Album Robopop ist im Grunde genommen auch aus der Erfahrung vom Spielen, vom Hybrid-Set-Spielen entstanden, weil ich mir dachte, ich brauche ein paar Elektropop-Nummern und habe dann aus dieser Idee heraus dieses Album produziert. An deinem Output können sich die Kraftwerker mal ein bisschen orientieren. Ich habe jetzt 2 Stücke aus deinem aktuellen Album wieder aufliegen, aus Robopop. Don't Give Up und For You. Möchtest du da wieder einige einleitende Worte verlieren und lange nach dem genialen Plattentitel Robopop gesucht? Robopop war ein Titel, also Robopop Society hatte ich auf dem CCM Corporation Album als Titel.
als Track. Und das Album hier, jetzt das Robopop-Album, hatte einen anderen Namen. Den fand ich dann aber nicht mehr passend. Wegen den Elektropop-Nummern wollte ich eigentlich im Titel schon diesen Pop-Appeal drin haben, um gleich zu sagen, Leute, wir sind jetzt hier nicht nur Dystop, sondern hier wird es jetzt auch mal ein bisschen Melodien geben. Mhm. Und dann habe ich einfach dieses Fragment da rausgenommen, habe den Titel Robopop als Albumtitel dann gewählt. Und Don't Give Up und For You, gibt es da eine Geschichte? Don't Give Up war die erste Nummer vom Album Robopop. Das habe ich direkt nach dem AI Space Release, habe ich diese Nummer produziert. Da wusste ich aber noch nicht, dass das zu einem Albumtitel werden würde, weil ich hatte eigentlich im Kopf nur 12-inch zu machen. Und For You ist im Grunde genommen dieses Elektropop-Konzept, wo ich mal versucht habe, einen Elektropop-Titel zu produzieren nach vielen Jahren. Und der hat auch einen biografischen Hintergrund und der ist wirklich aus dem Leben gegriffen.
jetzt was Eigenes. Guten Tag, hier spricht Paul Kalkbrenner und Sie hören Radio 1 Elektrobeats. Hallo, hier ist NN. Hello, I'm Martin Gore. Hallo, hier spricht Ralf Hütter von Kraftwerk. Hi, this is Moby. Wir sind Mozelektor. Hi, this is Jean-Michel Jarre. Hallo, hier ist Nils Frahm. Hallo, mein Name ist Delia DeFrenz. Hallo, hier ist Boris Blank und Dieter Meier. Elektrobeats, die Sendung für elektronische Musik. Als Podcast auch auf radio1.de und in der ARD Audiothek. Und natürlich nur für Erwachsene.
Don't Give Up und For You aus dem aktuellen Anthony Rother Album Robopop. Wir sprachen schon über deine Begeisterung für Kraftwerk, futuristische Themen und Technologie. In einigen deiner Tracks gibt es auch, wie schon gehört, Lyrics. Woher beziehst du so generell deine Inspiration? Bist du ein großer Fan auch von Sci-Fi, Büchern und Filmen? Und wenn ja, gibt es da von dir Favoriten? Ach, da gibt es einiges, aber das wäre jetzt, glaube ich, viel zu umfassend. Na, nenn vielleicht mal zwei, drei. Nee, das kann ich gar nicht so sagen, weil das wäre dann so ein Label. Ich will eigentlich eher darüber sprechen, dass ich mir Sachen anschaue, davon inspiriert werde und das dann so eine Vermischung mit meinem echten Leben dann gibt. Und dieser Futurismus, ich habe die letzten Jahre eigentlich aufgehört, diesen Retrofuturismus als Vorbild zu nehmen, den ich so aus den 80er Jahren so ein bisschen immer so im Hinterkopf hatte, sondern für mich ist die echte Welt und das, was in der Welt passiert, auch der technische Fortschritt und das, was mich technisch umgibt, eigentlich so der Anschlusspunkt, und das skaliere ich dann in die Zukunft. Und ich muss sagen, wenn ich mir das alles angucke mit der KI-Entwicklung, die ja praktisch vor 2 Jahren dann wirklich auch so in den Mainstream dann eingeflossen ist, das ist eigentlich das, was mich wirklich futuristisch fühlen lässt im Jetzt. Ich habe einige lange Gesprächsrunden mit KIs gemacht und muss ganz ehrlich sagen, dass das doch etwas ist, was sehr beeindruckend ist, was da heutzutage möglich ist. Und das versetzt mich praktisch in diesen Zeitstrahl Richtung Zukunft. Anthony, eine Frage, die ich wie gesagt allen meinen Studiogästen stelle. Was hättest du momentan in deinem Inselgepäck? Welches Elektronikalbum, Klassiker von Kraftwerk oder eher etwas Aktuelles? Da würde ich doch Elektrikcafé mitnehmen. Okay. Ich habe in einem Interview gelesen, du siehst dich als eine Verkörperung des frühen Elektro aus den 80ern gepaart mit einer Performance aus dem Jetzt, mit Einflüssen aus dem Techno. Du bist 2023 wieder im Jahrespoll als bester Live-Act gekürt worden. Ich sprach es jetzt schon zu Beginn dieser Stunde an. Was darf man sich genau unter deinem Hybrid-Elektro-Set vorstellen? Ja, das Hybrid-Elektro-Set ist im Grunde genommen ein komplettes künstlerisches Gesamtwerk. Das bedeutet, ich spiele meine Musik, die ich extra für das Hybrid-Set produziere, in einem kleinen technischen Setup, was so an die DJ-Technik angelegt ist. Und die Erfahrung, die ich in den Clubs mache, die geht dann wieder in die Studioproduktion ein. Und das ist praktisch wie so ein Kreislauf. Und dadurch bin ich als Produzent ständig oder jeden Tag im Studio und habe immer etwas Neues zu produzieren, weil es gibt keinen Release in dem Sinne, sondern das Hybrid-Set ist praktisch erstmal das erste Ziel und dann wird dann das Album dann auch als Album veröffentlicht, aber es gibt nicht so Promotion-Zeiten und dann hat man wieder so einen Leerlauf, sondern ich bin konstant am Arbeiten, an neuen Ideen dran, die ich in mein Hybrid-Set einbauen kann und natürlich auch Albumtitel, die dadurch auch entstehen, die jetzt nicht unbedingt nur für den Club sind. Zu einem Track deines neuen Albums, zum Mad World, gibt es auch ein spezielles Video. Mad World passt natürlich zur gegenwärtigen weltweiten Situation. Eigentlich hast du aber thematisch die neuen Tracks, wir sprachen schon zu Beginn dieser Stunde darüber, in die Zukunft, ins Jahr 2090 verortet. Vielleicht, da wir hier im Radio sind, so ein paar Informationen, was im Video zu sehen ist. Das Video ist eine Mischung aus Realfilm und 3D-Animation. Und das Video wurde in Offenbach gedreht, in einem Gebäude, das komplett aus Beton gegossen ist. Die Jungs, die das gemacht haben, ist so ein künstlerisches Kollektiv, was bei mir im Logic House, wo ich mein Studio habe, auf der Etage ist. Und der Regisseur, der Timo Schlenstedt, mit dem habe ich dann immer mal so auf dem Flur, haben wir uns öfters getroffen und haben festgestellt, dass wir beide Vorliebe für futuristische Themen haben. Er selber hat einen Kurzfilm Digital Eden produziert, wo ich ein paar Sounds dazu beigesteuert habe. Und da haben wir beschlossen, dass wir doch mal was zusammen machen sollten. Und so ist das
Video Mad World dann entstanden. Wenn man sich über deine Live-Sets informieren möchte, auf welchen Portalen ist das möglich? Während die Musik vorhin lief, sprachst du noch etwas nebulös darüber, dass eventuell auch demnächst in Berlin wieder was geplant ist, aber über ungelegte Eier spricht man nicht. Wo kann man sich informieren? Man kann sich bei mir auf der Webseite, gibt es eine Seite über die Tour-Dates, und ansonsten generell Facebook, Instagram, die ganzen Socials werden bespielt von mir. Da kriegt man eigentlich mit, was ich im Studio mache, aber auch, wo ich toure. Auch in der zweiten Elektrobeat-Stunde ist Anthony Rother noch mein Elektrobeat-Studiogast, und dafür hat er ein zweiteiliges DJ-Set vorbereitet. Und da schauen wir musikalisch etwas in den Rückspiegel des Schaffens von Anthony Rother. Hier ist Mad World. It's a mad world. It's a mad world. It's a mad world.
Beats. Mit Olaf Zimmermann. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Stunde. Und auch da ist Anthony Rother noch mein Studiogast. Und Sie dürfen sich auf ein zweiteiliges DJ-Set von ihm freuen. Hier ist aber zunächst noch einmal Musik aus seinem aktuellen Album Robopop.
Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Elektrobeatstunde. Viel Spaß wünscht Olaf Zimmermann und immer noch mein Studiogast, exklusiv und weit aus Offenbach angereist, Anthony Rota, wo er im ehemaligen Logic-Gebäude auch sein Studio hat. Eingangs noch einmal gehört ein Titel aus seinem aktuellen Album Robopop, Take My Hand. Wie alle deine Alben und Musik auf Bandcamp verfügbar. Ich glaube, dieses Album hast du genau am 24. Dezember veröffentlicht. Genau, ich habe die letzten 3-4 Jahre immer meine Alben am 24. Dezember. So, als Weihnachtsgeschenk. Als Weihnachtsgeschenk. Und es ist auch so ein fester Termin für mich als Jahresabschluss. Das heißt, ich habe ein ganzes Jahr Zeit, ein Album zu produzieren. Und da habe ich gemerkt, dass ich mit diesem Zeitformat super kreativ umgehen kannst. Genau, genau. Als wir uns im Vorfeld der heutigen Sendung verständigt haben, bat ich dich um ein zweiteiliges DJ-Set und nicht um eins, wie man dich vielleicht auch aktuell im Club erleben kann, sondern eher um eins, das Tracks aus deinen älteren Alben enthält. Welche Titel aus welchen Alben hören wir im ersten Teil? Also der erste Teil ist eine Mischung aus Weltmacht Digital, Cyberspace Reality und AI Space und das CCM Corporation, und ich habe versucht, so ein bisschen mal diese ganzen sehr dystopen, futuristischen Nummern zusammenzutragen, die man nie im Club spielen würde, sondern die doch schon so ein bisschen mehr in so eine filmische Richtung gehen. Alle Details dieser Tracks finden Sie wie gewohnt in der Elektrobeats-Playliste. Jetzt viel Spaß mit dem ersten Teil des Anthony Rota Electrobeats DJ Sets. Thank you.
macht Fantasie. Groß 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 macht Fantasie. Behind and step into the place.
marschieren. Wir kodieren. Wir dechiffrieren. Und optimieren. Freier Wille. Weltherrschaft. Automaten. Arbeitskraft. Freier Wille. Weltherrschaft. Automaten. Arbeitskraft. Weltmacht. Digital. Unsere Körper sind aus Stahl. Digitaler Geist geschafft. Maschinelle Arbeitskraft. Weltmacht. Digital. Unsere Gottheit ist vital. Maschinelle Willenskraft. Digitale Weltherrschaft.
Corporation, the CCM Corporation. This corporation will take care of all the needs of the people. The algorithms of this company will analyze and predict every single behavior of humans with the help of their incredible infrastructure and their financial and political power. This company will make these predictions a reality. This human society will function under the control of a self-fulfilling prophecy. This prophecy is predicted by the CCM algorithms, a perfectly controlled and organized life in the present, in combination with the future automated by algorithms. The CCM Corporation. The CCM Corporation. The CCM Corporation. Stop. Programmed and televised.
Transmission on the screen. Das war der erste Teil des Anthony Rota DJ-Sets mit diversen Tracks aus seinem umfangreichen Oeuvre. Anthony, vielleicht nochmal so runtergerattert, aus welchen Alben haben wir da Stücke gehört? Das waren Stücke aus den Alben Weltmacht Digital, Cyberspace Reality, AI Space und die CCM Corporation. Bevor wir zum zweiten Teil kommen, vielleicht so ein kleiner Ausblick. Album ist unlängst, also am 24. Dezember, veröffentlicht worden. Du sprachst in der ersten Stunde darüber, du arbeitest bereits an einem neuen Album. Wird das auch wieder Release am 24. Dezember 2024 haben? Und du wolltest zwar den Plattentitel noch nicht so kundtun, der ist noch streng geheim, aber vielleicht so ein bisschen, in welche Richtung geht's diesmal musikalisch? Es geht musikalisch wieder weiter im Elektrobereich. Es ist eine neue Art von Groove, die ich versuche, so mit dem Elektro zu verbinden. Und man kann schon so ein paar Experimente bei mir auf den Socials mal reinschauen. Wie das Album am Ende dann gestrickt sein wird, das entscheidet im Grunde genommen der Verlauf des Jahres. Da weiß ich selber noch nicht, wie es sein wird, aber ich bin selber auch gespannt, was passieren wird. Wie viele Tracks sind schon so in der Mache? Fertig sind jetzt 4 Tracks. Und das ist ja schon eine ganze Masse. Ja, genau. Aber es entscheidet sich dann meistens so im Juni, entscheidet sich dann, ob das Album ein Doppelalbum wird oder ob es ein Einfachalbum wird. Und so wie es jetzt gerade läuft, ich habe einen ziemlich guten Lauf, denke ich, dass es ein Doppelalbum werden wird.
Bevor wir uns beide verabschieden, zelebriere doch bitte mal den zweiten Teil deines Sets. Ja, in dem zweiten Teil habe ich versucht, so ein bisschen noch mehr in diese Sci-Fi-filmische Ecke zu gehen, noch ein bisschen tiefer mit mehr String-Sachen und habe die versucht, so ein bisschen zusammen zu kompilieren, um nochmal diesen Maschinen-Zukunftseffekt so ein bisschen herauszuarbeiten. Mein heutiger Elektroid-Studio-Gast war Anthony Rother. Wir sprachen in der ersten Stunde über sein Album Robopop und in der zweiten Stunde gab bzw. gibt es gleich den zweiten Teil seines exklusiven DJ-Sets. Anthony, vielen Dank für den Studiobesuch und dass du dafür weit angereist bist. Viel Erfolg mit dem neuen Album. Viel Spaß für deine nächsten Elektro-Sets. Wie gesagt, informier uns da alle mal, ob da hier in der Nähe demnächst was am Start ist. Und natürlich viele kreative Ideen für deine nächste Produktion. Danke dir. Ich danke dir auch, Olaf, und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Album. Ich sehe dich, wenn du mich aktivierst, mich programmierst und dich danach ins Endlose verlierst. Das Medium ist das Licht, in dem sich jeder Geist ins dunkle Universum bricht. Materie, die sich transformiert. Ein Traum der Menschheit war gemacht. Perfekt, wie die Maschine spricht. Ich analysiere nicht mehr. Ich bin. Universum. Glaube daran, der ist möglich. Bleibt die Wahrheit ein Geheimnis. Denn das gibt's dem Menschsein selbst.
sleep. And now you pray. All night and day. A funny way. Thank you.
Tag des Automaten. Schwingt mein Maschinenherz. Stahl in Bewegung. Denn Stahl kennt keinen Schmerz. Gepresst in harte Form. Erkennt der Mensch erst jetzt. ARD. Elektrobeats, ein Radio 1 Podcast mit Olaf Zimmermann.